Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Sendung. Ich freue mich sehr, heute erneut Ralf Schuler zu Gast zu haben, bekannt als ehemaliger Leiter der Parlamentsredaktion der Bild-Zeitung. Bei unserem letzten Interview hatte er gerade bei der Bild gekündigt und heute ist er Politikchef beim neuen Medienunternehmen Rome Media von Julian Reichelt. Und er hat gerade ein neues Buch herausgebracht, in dem er sich mit der aktuellen wachsenden Konformität in der Gesellschaft befasst. Über all das möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Ich freue mich sehr und bin sehr gespannt auf Ralf Schuler. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke, dass Sie ein weiteres Mal gekommen sind. Ich würde sagen, wir starten gleich mit Ihrem Buch Generation Gleichschritt. Ein toller Titel, wie ich finde. Da weiß man sofort, wohin die Reise geht. Der Untertitel lautet: Wie das Mitlaufen zum Volkssport wurde. Auch sehr schön und sehr prägnant. Und es ist ja eine Fallanalyse der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung, die Sie beobachten, dass einfach alles immer gleichförmiger, einförmiger wird, dass der Meinungskorridor sich verengt. Und so wie ich das verstanden habe, nehmen Sie ja diese Analyse ausgehend von Ihren Erfahrungen als ehemaliger DDR-Bürger vor. Ja, also was mich interessierte war, ich habe seit einiger Zeit festgestellt, schon auch in der Migrationskrise beispielsweise als unter Bundestagsabgeordneten es Leute gab, die dann plötzlich das Handy vom Ehepartner verwandten, um mich anzurufen, wo ich mir gedacht habe, wer überwacht euch denn? Das ist ja wie früher. In einer geschlossenen Diktatur, wie es die DDR gewesen ist, da ist Gleichschritt sowohl bei den Paraden, das soll die Metapher so ein bisschen ausdrücken, auf den großen Prachtstraßen, der Gleichschritt auf, physisch, aber eben auch der mentale Gleichschritt verordnet und wird mit eiserner Härte durch ein Regime durchgesetzt. Aber wie konstituiert sich Konformität in einer freien Gesellschaft, wo eigentlich heutzutage, man könnte auch sagen, fast tabulose Gesellschaft, man kann ja alles sagen, ohne dass man irgendwie belangt wird. Werden kann. Und warum ducken sich Leute da weg? Warum wollen sie eher nicht erwischt werden bei bestimmten Aussagen? Es gibt eine Umfrage, dass 70% sagen, naja, man kann nicht frei seine Meinung sagen. Und wenn man dann die Themen abfragt, wo kann man es denn nicht, dann ist einerseits die Genderfrage, da ist man ganz schnell an den Rand gedrängt. Bei Corona war es ganz stark, da sagen, glaube ich, 63%, naja, also Vorsicht, wenn du an den Maßnahmen zweifelst, bist du schnell ein Querdenker. Und bei dem Ukraine-Konflikt gibt es Ausweichungen der Umfragen auch eine große Anzahl von Leuten, die sagen, naja, ist jetzt eigentlich auch mal ganz gut oder das ist nicht mein Krieg, die kommen aber in der medialen Widerspiegelung gar nicht vor. Wie funktioniert sowas? Warum halten Leute lieber den Mund, weil sie Angst haben? Was kann ihnen passieren und wer sind diejenigen, die den Druck machen, dass andere Leute verstummen? Mhm. Das ist das, was ich im Buch versuche aufzuarbeiten, vorsichtig. Ja, das machen Sie auch sehr gut, muss ich sagen. Also es ist einerseits eine Medienkritik, was natürlich für Journalisten sehr spannend ist, aber es ist eben auch ein Rundumschlag eigentlich der gesellschaftlichen Phänomene der letzten Jahre. Und vor allen Dingen schlagen Sie ja den Bogen auch dorthin, was es dann für den Einzelnen bedeutet. Was mich interessieren würde, wo wir schon bei der DDR sind, was sind denn für Sie die Ähnlichkeiten und was sind die Unterschiede bei diesen gesellschaftlichen Entwicklungen jeweils? Also man kann natürlich die Bundesrepublik von heute nicht mit der untergegangenen DDR als Ganzes vergleichen. Es gab also mal eine kritische Besprechung des Buches, da hat man mir vorgeworfen, dass ich sozusagen gleichsetze. Nun ist Vergleichen nicht mit Gleichsetzen zu vergleichen. Ein Bonmot müsste man mal drüber nachdenken, ob man das auf dem Kalenderblatt kriegt. Egal, was ich vergleiche, sind einzelne mediale oder gesellschaftspolitische Reflexe, Vorkommnisse. Also wenn beispielsweise in einigen Bundesländern jetzt Meldestellen eingerichtet werden, zum Beispiel für queerfeindliche oder antifeministische Vorgänge, Taten, Äußerungen, ausdrücklich unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Das sind so Sachen, wo Leute meiner Generation automatisch an Stasi denken, denn wenn etwas nicht strafbar ist, warum sollen wir es dann dokumentieren? Also es wird auch niemand geblitzt, weil er 48 in der 50er-Zone fährt und dann wird das fein säuberlich notiert nach dem Motto, naja gut, der ist damals schon 48 gefahren, da wird er bestimmt demnächst drüber. Also was soll das? Ja. Und das Datensammeln
ohne dass es dafür eine rechtliche Grundlage gibt. Das finde ich zum Beispiel so einen Anklang, wo ich nicht gedacht hätte, dass eine freiheitliche Gesellschaft sich das bieten lässt, weil die Abwehrreflexe da stark genug sind. Nein, sind sie nicht, ganz offensichtlich, sondern man nimmt die gute Sache, wer ist schon gerne Rassist oder wer würde schon Rassismus gutheißen, die nimmt man zum Anlass zu sagen, ja gut, das Mittel mag ein bisschen dubios sein, aber die gute Sache rechtfertigt dieses Mittel. Das sind so bestimmte Geschichten. Dieter Nuhr hat verdankenswerterweise das Vorwort geschrieben. Richtig. Und er beschreibt im Buch auch, wie das selbst in seiner Branche, also bei Comedians, Kabarettisten funktioniert, dass man beispielsweise bei bestimmten missliebigen Äußerungen nicht mehr eingeladen wird, dass die Verträge nicht verlängert werden, dass Leute nicht zu einem in die Sendung kommen. Und ich habe bei meinem neuen Job jetzt einen YouTube-Kanal, Schuler fragen, was ist, wo ich immer Interviewpartner einlade. Und dann gibt es halt Leute, die mir schreiben, ich würde sehr gern kommen. Ich habe aber gerade eine Strecke, ich bin recht erfolgreich beruflich und ich kann es mir nicht leisten, dass irgendwelche Leute sagen, ja, aber du bist zu Reichelt gegangen. Also sie werden verstehen, dass ich dann lieber absage. Und das sind so Mechanismen, die ich von früher her kenne, die mich dann sehr wundern. Ich bin beispielsweise auch bei einem großen deutschen Privatfernsehsender nicht mehr jetzt dabei, obwohl ich im letzten Jahr dort viele Sendungen bestritten habe, bis hin zur Beerdigung der Queen als Politikkommentator, weil man mir gesagt hat, ja, der neue Job passt nicht. Ist alles in Ordnung, das ist also nichts Strafbares, es ist ein freies Land, niemand muss mich einladen, aber es ist schon interessant, wie solche Dinge funktionieren. Und das ist ein Trend, den ich, wie ich finde, der aus Amerika gekommen ist, wo überkorrekt versucht wird, eine bestimmte Weltsicht zu transportieren und jeder, der dagegen irgendwelche Einwände hat, muss von der Bildfläche verschwinden. Also Sie haben schon das Gefühl, dass durch Ihren Jobwechsel aus der Parlamentsredaktion der Bild-Zeitung hin zu Julian Reichelt, dass dadurch die Leute anders auf Sie reagieren und namentlich ehemalige Berufspartner oder berufliche Kontakte. Ja, nun muss man ja auch in Rechnung stellen, dass die Reichweite eines Medien-Startups wie unseres eine andere ist als die der Marke Bild. Und insofern erledigen sich auch viele Kontakte in den politischen Raum hinein, weil die einfach ganz klar Reichweite haben wollen. Das ist auch nachvollziehbar. Was nicht nachvollziehbar ist, wenn Leute meinen, es gäbe eine Art Kontaktschuld. Wir haben ein Interview gemacht mit einer Vertreterin einer Verbraucherzentrale, kurz vor Weihnachten über die steigenden Energiepreise, ein völlig unproblematisches Interview, die einfach sagte, was das für Haushalte bedeutet und wie sich die Energiepreise vervielfältigen. Und die ist massiv unter Druck gesetzt worden, ihren Job zu kündigen, weil sie mit uns gesprochen hat. Nicht etwa, weil sie was Falsches gesagt hat, nur weil sie mit Reichelt gesprochen hat, sollte sie ihren Job verlieren. Und der Druck ist bis heute nicht weg. Man hat ja auch gesagt, ja gut, möglicherweise kannst du doch weiterarbeiten, aber du müsstest dich öffentlich distanzieren. Wo sind wir denn? Ja. Dass man in einem Land sich öffentlich distanzieren muss, weil man mit jemandem gesprochen hat. Ja, na vor allen Dingen, man fragt sich ja, also wo sind da die Grenzen? Ich habe das Gefühl, als freies, neues, unabhängiges Medium hat man überhaupt gar keine Chance, ernst genommen zu werden, oder man wird damit so, oder es wird einem mit so viel Vorurteil begegnet, was eigentlich auch schon wieder wettbewerbsschädigend ist, finde ich, weil es nicht gerechtfertigt ist, weil es nicht zeitgemäß ist. Und also es geht dann natürlich immer um diese rechtsextrem Nazi, fast Nazi-Debatte, aber es ist halt schon ein bisschen seltsam, wenn es um gestandene Journalisten geht, die alle mal beliebt waren und die, wo die Leute früher gerne hingingen und nicht verlegen waren, da alles Mögliche mitzunehmen, was es mitzunehmen galt. Interessanterweise beispielsweise gibt es in der FDP eine Warnung, mit uns zu sprechen. Und die Liberalen sehr liberal. Haben da offensichtlich Probleme. Ich habe sogar schriftlich von einem Sprecher, von Frau Strack-Zimmermann, dass man mit uns nicht kooperiert. Das finde ich bemerkenswert. Ja, also unsportlicher geht es gar nicht. Wie gesagt, wir sind ein freies Land, das ist ja zulässig. Aber ich wundere mich ein wenig, weil die Wettbewerbsbedingungen ja für Medien-Startups ohnehin ungleich schwieriger sind als den zwangsfinanzierten öffentlichen Rundfunk mit seinen mehr als 8 Milliarden pro Jahr. Ja. Aber das ist in Ordnung. Was ich mich dann bloß frage ist, wenn es solche Boykottabsprachen gibt,
Was will man damit eigentlich erreichen? Möchte man, dass wir verschwinden, obwohl die Reichweiten, die wir erreichen, ja zeigen, dass es inhaltlich durchaus einen Bedarf gibt für unsere Art, Dinge zu hinterfragen und die Bundesregierung kritisch anzufassen? Oder befürchtet man, dass man demontiert wird? Was ist es? Also das würde mich interessieren, aber vielleicht habe ich ja noch mal Gelegenheit, danach zu fragen. Ja, ich hatte gehofft, dass Sie mir diese Frage beantworten können, ehrlich gesagt, weil das ist ja die Frage, die man sich stellt. Ist es jetzt vorauseilender Gehorsam? Ist das so eine Art Herdentrieb, was Sie ja auch, dessen Mechanismen Sie ja auch schildern im Buch? Oder gibt es da doch einzelne zentrale Figuren, die vielleicht eine etwas größere Agenda verfolgen und die ein sehr eingeschränktes Verständnis von Pressefreiheit haben? Also die Frage drängt sich ja auf. Also es kann alles ein Zufall sein und irgendwie so ein Automatismus, aber es kann eben auch ein bisschen gesteuerter sein. Also es gibt ja seit Jahren immer mal wieder in losem Abstand von Medienwissenschaftlern erhobene Studien, dass das Meinungsspektrum im Journalismus leicht nach links-grün verschoben ist. Also die politische Repräsentanz des Meinungsspektrums draußen in der normalen Bevölkerung ist nicht vergleichbar mit der in der journalistischen Klasse. Die Journalisten ticken eher grüner, eher linker im Durchschnitt. Es gibt dann immer so Sonntagsfragen unter Journalisten und da schafft die Union oftmals nicht die 5%-Hürde, während die Grünen irgendwann bei 40% liegen, was sie ja draußen ausweislich der Umfragen nicht sind. Wie sich der Effekt zustande kommt, das ist in der Tat spannend. Da gibt es dann irgendwie so wüste Verschwörungstheorien, dass da irgendjemand hinter den Kulissen an Stritten zieht. Erstens hätte ich den möglicherweise in 30 Berufsjahren vielleicht irgendwann mal getroffen. Andererseits hätte ich ja gehofft, dass Sie jetzt sagen können. Ja, andererseits glaube ich eben auch nicht. Ich glaube, das ist eine sich selbst organisierende Einseitigkeit, die da in den Medien ist. Im öffentlichen Rundfunk ist es ganz besonders stark, weil halt Kreativbranchen immer leicht links, leicht ins Progressive neigen. Leute, die einen Meinungsüberdruck haben, die Welt verändern wollen, sind tendenziell eher links. Und deshalb ist halt, sind Konservative oder Marktliberale, bürgerlich-liberale deutlich unterrepräsentiert. Das wäre meine Theorie dazu. Das macht es aber ja nicht besser, weil die Menschen, die Medien konsumieren, ja feststellen, dass die Welt, die sie dort gezeigt bekommen, gar nicht die ist, in der sie leben. Hm. Und diese Repräsentanzlücke wollen wir mit unserem Startup versuchen zu füllen. Aber andererseits ist es einfach auch für die Demokratie schwierig, weil Informationen ja die Basis des gesellschaftlichen Diskurses sind. Und wenn die Menschen dem nicht vertrauen, was sie da unter anderem zwangsfinanziert mit sehr viel Geld selbst finanzieren und das Ganze dann nicht für plausibel halten, dann haben wir ein großes Problem mit der gesellschaftlichen Debatte, weil dann die Leute sagen, ja Leute, ich suche mir meine Informationen lieber woanders. Und da muss man sich nicht wundern, wenn es Leute gibt mit eigenen Wahrheiten und eigenen Informationen, die möglicherweise sich von der Realität noch weiter lösen, als dass die heile Welt der Öffentlich-Rechtlichen ist. Wie glauben Sie, wird es denn medial weitergehen? Also glauben Sie, dass Medien wie jetzt zum Beispiel die Bild-Zeitung, die als Boulevardblatt beschlossen haben, wir werden woke, und wo man sich natürlich als Außenstehender auch fragt, was ist da los? Also ständig wird da die Chefetage ausgewechselt, immer neue Konstellationen. Also glauben Sie, dass das Voraussetzungen sind, womit man auf lange Sicht noch eine Leserschaft ansprechen kann? Also Bild ist sicherlich nochmal ein Spezialfall, weil es einfach die größte Medienmarke Deutschlands ist, wo die Printauflage aber auch seit langem unter Druck ist, um es vorsichtig zu sagen. Und also Boulevard ist eigentlich ein klassisches Stilmittel, um, sagen wir mal, das untere Drittel der sozialen Pyramide zu erreichen und dort eben auch Klartext zu reden, sich nicht nach irgendwelchen Konventionen zu richten und nach das ungeschminkt darzustellen, was ist. Also wenn es Migrantenkriminalität gibt, dann sagt man das so. Wenn es Bedenken gegen Migration gibt, dann früher hat die Bildzeitung dann über Asylantenschwämme geschrieben. Das würde man heute jetzt von der Wortwahl her nicht mehr tun. Aber es geht eben auch um Klatsch und Tratsch. Es geht um
Naja, Neid, Missgunst, das, was in den gehobeneren Kreisen so vor sich geht. Es geht um Sensationen, es geht um Kriminalität, Unfälle etc. Und eben auch zum Teil um Erotik, die ja auch kaum noch vorkommt, weil es gesellschaftlich immer schwieriger wird, unanstößig Erotik zu machen. Und, also das Pin-Up-Girl von Seite 1 gibt es ja nun schon lange nicht mehr. Aber dafür ständig Influencerinnen, die genauso nackt sind und dann auch zu 60% die Startseite ausmachen. Das stimmt. Ich würde auch die steile These wagen, dass das Triebleben der Menschen sich gar nicht so dramatisch verändert hat. Würde ich jetzt auch mal denken, ja. Auch wenn es bei der Bundeswehr beispielsweise einen Spinderlass gibt, dass man da keine nackten Frauen mehr aufhängen darf. Ich glaube, sie sind dann auf dem Handy oder auf irgendwelchen einschlägigen Pornokanälen. Mit anderen Worten, diese vermeintlich gewonnenen Zuwachs an Kultur oder emanzipatorischen Geschichten ist eigentlich meistens nur eine Art Fassade, die davor gebaut wird. Und genauso ist es halt mit anderen Geschichten. Also das, was sich zum Teil in diesen sogenannten in der Vogue-Szene oder in der Trans-Szene abspielt an bizarren Geschichten. Wir hatten gerade am Wochenende wieder eine Sache, dass in der Tagesschau nicht von Mutter gesprochen wurde, sondern von gebärender Person. Das kann man natürlich so machen, aber die Leute draußen denken doch, die haben sie nicht mehr alle in der ganzen Szene. Ja. Und dementsprechend winkt man dann ab und geht zum Tagesgeschäft über, weil normale Menschen haben diese Probleme nicht. Mhm. Und das führt halt dazu, dass es eine wachsende Entfremdung gibt. Und wenn man als Bild-Zeitung so etwas nicht mehr thematisiert oder es auf eine Art und Weise thematisiert, wo man darauf achtet, dass auch der Queerbeauftragte der Bundesregierung damit zufrieden ist, dann wird es natürlich schon ein bisschen schwierig. Also das ist dann nichts, was dann wirklich noch klassisch Boulevard ist. Ist aber nicht mein Problem. Ich bin ja nicht mehr bei Bild. Ja. Wie Sie es auch schon angesprochen haben, haben Sie jetzt Ihren eigenen YouTube-Kanal innerhalb des Reichelt-Imperiums, und zwar Schüler fragen, was ist. Und für diesen Kanal interviewen Sie hauptsächlich Politiker, vor allen Dingen aus der Union. Wie ist denn da so die Stimmung, was Sie so hinter den Kulissen mitbekommen? Ja, der Personenkreis geht ja durchaus weiter. Also ich habe auch Harald Martenstein als Kolumnisten befragt. Kleiner Spoiler, Dieter Nuhr wird auch noch vorbeigucken. Nein, und, das ist ja hervorragend. Auch Wirtschaftsleute sind da sehr gefragt. Das ist eine interessante Geschichte, weil die Reichweiten dieser Interviews, Wolfgang Bosbach ist jetzt weit über 750.000 Aufrufen. Mhm. Das zeigt, es ist einfach ein Bedürfnis da an Gesprächen, wo sich zwei normale Leute normal unterhalten und man eben auch merkt, dass es ein Gespräch ist. Und es ist nicht diese standardisierte Abfrage von politischen Schlagworten oder mit der Bitte um eine kurze Antwort und jetzt kommt die Satzergänzung, vielen Dank, sondern es ist ein normales Gespräch. Das scheint offensichtlich anzukommen. Als die CDU Hans-Georg Maaßen, den früheren Präsidenten des Verfassungsschutzes, angekündigt hat, rauszuwerfen, habe ich mit ihm ein Interview gemacht. Das ist jetzt auch bei mehreren hunderttausend Aufrufen. Das war ein sehr spannendes Gespräch, wie ich fand. Das freut mich natürlich. Im Prinzip, die Idee war einfach nur, wenn jemand angeklagt wird, muss er auch Gelegenheit haben zu sprechen. Und komischerweise kam keiner sonst auf die Idee. jedenfalls ist das einfach so ein Format, was sehr spannend ist und wo auch ganz interessante Themen zu besprechen sind. Ich habe mit Professor Fritz Farnhold gesprochen, früherer Umweltsenator in Hamburg, der ein sehr gutes Buch herausgebracht hat über Klimapolitik, was geht und was nicht geht. Und wenn wir gerade dieser Tage uns darüber streiten, ob man die Pflicht bekommt, Heizungen auszutauschen, was sehr, sehr teuer ist, und das dann sozial wieder abzufedern und so weiter, da findet man dort eigentlich ganz gute Erklärung, was funktioniert und was eben nicht funktioniert. Und die Wärmepumpe ist eben nicht die alleinige Erlösung für unsere Klimaprobleme. Und interessanterweise gibt es eben auch da Berührungsängste. Ich habe mit Ralf Stegner von der SPD gesprochen, einer, der schon ziemlich viele Ämter innehatte, Landesminister war, stellvertretender Bundesvorsitzender war. Und der ist aus den eigenen Reihen angefeindet worden, dass er sich mit mir unterhalten hat. Obwohl es ein völlig unanstößiges Gespräch gewesen ist. Wir haben uns relativ lange unterhalten. Er hat all seine thematischen Punkte gehabt. Ich bin ja nicht der Erzieher meiner Gesprächspartner, also hat er ein sehr großes Podium gehabt.
und ist dann trotzdem aus den eigenen Reihen unter Beschuss geraten, nach dem Motto, ja, mit solchen Hetzern spricht man ja nicht. Ich weiß nicht, wann ich wo gehetzt haben sollte. Unlängst warf mir jemand vor, ich hätte gegen die Verkehrsberuhigung der Friedrichstraße gehetzt. In das war mir neu, dass man auch gegen Dinge hetzen kann. Und was ist jetzt eine Kritik ist Hetze heute. Eine Fußgängerzone, fand ich beachtlich. Ich entschuldige mich auch präventiv bei der Fußgängerzone, finde sie aber trotzdem nicht plausibel. Und ja, offensichtlich ist normale Kritik jetzt immer schon so schlimm, dass man da hetzt. Ja. Ich beschreibe das im Übrigen im Buch, auch diese Verunglimpfung von Kritik als Hass und Hetze ist auch ein beliebtes Stilmittel, um Leuten klarzumachen, du hältst entweder den Mund oder wir brandmarken dich als Hetzer. Und dann stehst du aber irgendwie in der Ecke und viele Leute, die mit öffentlichen Mechanismen nicht so geschult sind, haben dann eher Angst. Man muss einfach ganz klar sagen, Hass und Hetze, das ist nicht strafbar. Also ja. Ich kann sagen, ich hasse Spinat. Das um einen beliebten Topos aufzugreifen. Ja, der arme Spinat. In meinem Falle stimmt es übrigens nicht, aber das darf man sagen, erst dann, wenn es in Handgreiflichkeiten oder wirklich bewusste Herabsetzung von Personen umschlägt, dann wird es strafbewehrt. Ansonsten ist es eine Emotion wie jede andere und nicht strafbar. Eigentlich wirft man doch jemand Hass und Hetze vor, wenn man ihm nichts anderes vorzuwerfen hat, oder? Das ist in der Regel so. Oder es ist eine missliebige Meinung, die man einfach weghaben möchte. Hetze war ausweislich der DDR-Verfassung dort strafbar. Boykotthetze in der Verfassung. Und es gab noch andere Formen von Hetze, die dann im Strafgesetzbuch drin standen. Es ist ein wunderbarer Wolkenbegriff, den man über alles stülpen kann. Wo einem eine Meinung nicht passt, dann ist das Hetze. Und da es heute eben nicht strafbewehrt ist, jemanden zu hassen, Gott sei Dank. Noch? Sind diese ganzen Vorstöße von Initiativen, wir wollen den Hass aus dem Netz verbannen oder sowas, kümmert euch um Umgangsformen, pöbelt selbst nicht rum, wenn ihr meint, dass ihr recht habt, dann wäre schon vieles gewonnen. Ja, das stimmt. Eine Formulierung, die ich sehr originell und sehr griffig fand bei der Lektüre Ihres Buches, war der Begriff vorpolitischer Raum. Weil der ja immer wichtiger wird. Und damit meinen Sie unter anderem auch Stiftungen und Thinktanks, die eben für bestimmte politische Meinungen im Einsatz sind und immer wichtiger werden. Und diesen Teil fand ich besonders spannend, wo Sie sich damit auseinandersetzen. Und ich würde da ganz gerne mal eine Stelle vorlesen. Sehr gern. Bevor Sie dann jetzt da noch Ergänzungen bitte. Ich bekomme viel zu selten aus meinem Buch vorgelesen. Ja, das ist jetzt hier mal die Gelegenheit. Extra für Sie. Das Irre an diesem Stiftungsunwesen besteht zudem darin, dass Demokratie bekanntermaßen aus vielen verschiedenen zulässigen Meinungen besteht und der Einsatz öffentlicher Mittel eigentlich nicht dafür genutzt werden kann, ein einseitig linksgrünes Weltbild zu verbreiten, Flyer, Studien und vermeintliche Experten hervorzubringen, die dann in Talkshows sitzen und ein ebenso einseitiges Spektrum als hochsubventionierte Realität im Lande ausgeben, um damit Meinungsdruck zu machen. Tja. Ja, also da gibt es verschiedene Aspekte. Das eine ist, sind die sogenannten NGOs, Non-Governmental Organization, also eigentlich Nichtregierungsorganisationen, die inzwischen aber in einem Maße von staatlichen Fördertöpfen abhängig sind, dass es eigentlich schon Regierungsorganisationen sind und die einfach ein bestimmtes Spektrum im vorpolitischen Raum in der Regel ein eher linksökologisches bedienen. Die Agora Energiewende, die Agora Verkehrswende, beides Organisationen, die sich sehr stark der Klimabewegung verpflichtet fühlen und deren Chef der Agora Energiewende jetzt Staatssekretär, beamteter Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium ist. So viel zum Thema Abstand von Lobbyisten. Die werden knallhart einfach eingestellt und dann ist es gut. Das sind Organisationen, die zum Teil mit staatlichen Geldern projektbezogen gefördert werden, aber eben auch Gelder aus internationalen Stiftungen bekommen. Gerade die ökologischen Stiftungen sind meistens verbandelt über eine große Stiftung in Amerika, die aus der Hewlett-Stiftung und der Rockefeller-Stiftung hervorgegangen ist. Das drösel ich im Buch auch ein bisschen auf. Das andere sind staatliche Demokratieförderprogramme, wie beispielsweise Demokratie
Demokratie leben. Das habe ich ja auch mal versucht darzustellen. Das ist 2015 gestartet mit 45 Millionen, weil man merkte, dass wegen der Proteste gegen die Migrationskrise das gesellschaftliche Gefüge auseinanderzufliegen drohte. Da hat man in aller Stille dann Demokratie leben als staatliches Programm aufgelegt, 45 Millionen. Das ist noch nicht allzu viel, werden aber sehr viele kleine Graswurzelgemeinschaften und Verbände und Vereine mit gefördert. Inzwischen hat sich das Budget, das jährliche, auf 185 Millionen aufgefächert. Es soll demnächst, glaube ich, auf 200 Millionen pro Jahr hochgefahren werden. Und dieses Programm unterstützt mehr als 600 verschiedene Verbände, Vereine, die allerdings eben nicht, wie der Name sagt, Demokratie leben, würde ja eigentlich bedeuten, von ganz rechts, von Abtreibungsgegnern oder Migrationsgegnern bis ganz links führt, sondern es ist schon ein eher linksmittig verortetes Profil von ökologischen Initiativen, von Willkommenskulturfreunden, von Flüchtlingshilfe und queere Leben in irgendwelchen Kleinstädten und andere Vereine. Und das ist natürlich ein Vorfeld, was die Sichtbarkeit und die Organisiertheit bis hin zu festen Planstellen und Arbeitsmöglichkeiten von einem ganz bestimmten politischen Spektrum stabilisiert, was einfach im gesellschaftlichen Raum mit diesem Geld verankert ist. Und wer Vergleichbares beispielsweise im konservativen Bereich sucht, wird lange suchen müssen. Ja, im marktliberalen, im FDP-nahen Bereich gibt es das ebenfalls nicht. Ja. Und das führt zu einem Ungleichgewicht. Und man kann jederzeit eine Initiative aus dem Hut zaubern und in eine Talkshow einladen für Umweltschutz oder für Transrechte oder Ähnliches. Man wird aber kaum eine Initiative finden, wo man beispielsweise überzeugte Marktwirtschaftler oder Lebensschützer oder Ähnliches findet. Und das ist ein, wie ich finde, großes Problem, weil das unter der Decke eigentlich abläuft. Es ist alles transparent, aber man kann beispielsweise bei Demokratie leben nicht einsehen, welche Initiativen alle Geld bekommen und wie viel. Das wird vom Ministerium nicht dokumentiert. Also bei der Bill Gates Stiftung zum Beispiel kann man das und da kommt man auch aus dem Staunen nicht heraus, wen die alles so unterstützen und vor allem mit wie viel Geld und vor allem wofür. Also Spiegel ist das prominenteste Beispiel, aber eben auch andere Medien und natürlich weitere Stiftungen. Die WHO wird von Bill Gates unterstützt, was ihn natürlich dann auch zu einem sehr wichtigen Protagonisten macht, weil er mittlerweile der größte Geldgeber ist bei der WHO. Das sprechen Sie ja in Ihrem Buch. Das war bei der Pandemie eines der großen, wie ich finde, Probleme, dass eine privatwirtschaftlich organisierte Stiftung im Prinzip zum größten Impfförderer der Welt wird und nicht etwa die WHO oder irgendeine UN-Unterorganisation. Das gibt dann schon auch zu denken. Ja, vor allem jemand, der gleichzeitig auch an allen Unternehmen beteiligt ist, die dann profitiert haben oder fast allen, wie auch immer, aber zumindest einigen Impffirmen und so weiter. Das ist schon merkwürdig und an Zufälle glaubt man da nicht mehr. Und also diese Schieflage, die Sie gerade beschrieben haben, die ist mir auch schon aufgefallen. Also ich hatte letztens zum Beispiel eine Gesprächsreihe mit Ulrike Gyro zu dem Thema. Und es gibt weitere Autoren, die sich eben in Bezug auf die Corona-Politik mit diesem Geflecht auseinandergesetzt haben. Ganz aktuell auch Gunter Frank in der Achgut-Edition mit seinem neuen Buch Das Staatsverbrechen. Als jemand, der jahrzehntelang in der politischen Berichterstattung verbracht hat und Kontakte hat und wahrscheinlich einiges erlebt hat, worüber er auch nicht unbedingt offiziell spricht, muss ich Sie fragen, inwiefern ist denn unter solchen Umständen möglich, überhaupt politisch zu regieren, wie man es eben den Volksvertretern eigentlich zutrauen würde? Und inwiefern wird nicht eigentlich Regierungspolitik von Lobbyisten gemacht? Tja, das ist ein weites Feld. Grundsätzlich
sind ja Lobbyisten auch nur Vertreter einer bestimmten gesellschaftlichen Strömung. Das ist erstmal nichts Unanständiges. Also die Vertreter der deutschen Automobilindustrie vertreten 850.000 Arbeitsplätze. Dass die mit der Bundesregierung in Kontakt sind und sagen, Leute, nur mal, damit er unsere Interessen kennt und was möglicherweise aus euren Entscheidungen folgt, halte ich für legitim. Genauso halte ich es für legitim, dass der Verband Deutscher Windkraftbetreiber sich da äußert. Die Politik wird aber nicht daraus entlassen, am Ende entscheiden zu müssen. Und da fallen die Entscheidungen dann mitunter etwas einseitig aus. Interessanterweise bei der jetzigen Regierung auch nicht signifikant anders als bei den Vorgängerregierungen, nur die Akzente sind halt verschoben. Das geht so weit, dass man überlegt hat, jetzt aus dem Lobbyregister, was die Grünen ewig gefordert haben, Naturschutzorganisationen wieder rauszunehmen, weil der World Wildlife Fund und ich glaube der NABU, Naturschutzbund, meinten, ja, es wäre jetzt blöd, wenn man seine Großspender offenlegen müsste. Die gleiche Begründung gab es früher immer schon bei anderen Wirtschaftsverbänden. Und auf einmal sind's die Falschen. Das ist schon sehr eigenwillig. Aber es gibt natürlich einen ganz anderen Umgang mit Lobbyisten. Wir haben es schon kurz erwähnt. Also im Wirtschaftsministerium arbeiten eigentlich drei lupenreine Lobbyisten. Sven Giegold, ehemaliger Grünen-Europaabgeordneter, ist ATTAC-Mitgründer. Der ist jetzt auch Staatssekretär. Patrick Greichen habe ich schon erwähnt. Und der frühere Grünen-Geschäftsführer, Herr Kellner, gut, ist ein Politiker, kann man nichts gegen sagen. Im Außenministerium arbeitet die frühere Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan als Staatssekretärin für Klimaschutz. Das ist schon mal eine Sache, die es früher aus meiner Sicht so nicht gegeben hätte, dass man jemanden von einer Lobbyorganisation direkt ins politische Amt hebt. Das andere ist aber, dass auch die Kommunikation mit Lobbyverbänden eine andere ist. Also Herr Özdemir im Landwirtschaftsministerium beispielsweise hat große Verbände der deutschen Ernährungsindustrie lange Zeit gar nicht empfangen, sondern begann erst mal mit einem großen Session mit Foodwatch und anderen Öko-Organisationen. Es ist ihm unbenommen, nur es ist natürlich ein interessantes Zeichen, was er da gesetzt hat. Und als es den ersten Kontakt gab mit der Ernährungsindustrie, hat er dann Foodwatch auch wieder dazu geladen. So nach dem Motto, du hast hier nicht allein einen Termin, könnt ihr mal das gegeneinander ausdiskutieren. Und also es gibt da schon sehr viele Einflussmöglichkeiten. Ich halte das nicht grundsätzlich für anstößig, solange die Politik da einigermaßen am Ende etwas für alle Verträgliches draus macht. Und da habe ich eben schon meine Zweifel, weil die Agenda so brachial auf Klimaschutz gestellt ist, was auch wieder ein löbliches Anliegen ist. Ich muss nur sehen, ob es eigentlich physikalisch hingeht. Und die Energierechnung für die Bundesrepublik, die die Grünen aufmachen, die haut, glaube ich, hinten und vorne nicht hin. Also es hört sich alles sehr einseitig an. Und wo wir bei der Energiepolitik sind, wo ist denn dann die Kernkraftlobby? Also wenn es ausgewogen wäre, müsste man sich auch mit der Kernkraftlobby anfreunden. Eigentlich. Das ist eben auch etwas, wo ich versuche im Buch das so ein bisschen zu beschreiben. Es greifen da verschiedene Trends ineinander. Also wir haben die großen Lobbyverbände, die gibt es schon, aber gerade die Industrieverbände fallen eher durch Opportunismus und Devotheit gegenüber der Bundesregierung auf, weil sie mit der Bundesregierung ja zusammenarbeiten müssen. Und wenn du hinterher entweder das größte Übel verhindern willst als Bundesverband der deutschen Industrie oder Arbeitgeberverband, dann wirst du vorher nicht konfrontativ der Regierung regieren. Darum reden die Verbandsvertreter hinter vorgehaltener Hand ganz anders als öffentlich und verstärken sonst eher noch gesellschaftlichen Trend. Wenn man sich anguckt, dass der BDI die gesamte Fassade seiner Berliner Zentrale mit einer Regenbogenfahne zugehängt hat und viele deutsche Firmen eben auch aus gesellschaftlicher Anpassungswillen beispielsweise ihre Produkte oder ihre Firmenlogos mit Regenbogenfahnen unterlegen, einfach um zu zeigen, wir sind genau auf eurer Linie. Das machen sie allerdings nicht in Ländern, wo das nicht ankommt, im Nahen Osten oder Ähnliches. Also dann merkt man einfach, dass da eine hohe Konformität einfach da ist, weil es
möglicherweise den Geschäftsinteressen zuwider wäre, allzu heftig zu opponieren. Und deshalb gibt es eben auch einen Bundesverband der deutschen Automobilindustrie, der zwar intern heftige Bedenken gegen das massive Setzen auf Elektromobilität hegt, das aber offiziell kaum artikuliert, weil einfach einer der größten Beitragszahler zu diesem Verband ist Volkswagen, wo vor einiger Zeit Herbert Diess, der inzwischen abgelöste Vorstandschef, so hundertprozentig auf Elektromobilität gesetzt hat, dass der Verband es sich nicht leisten kann, seinem größten Mitglied da Widerworte angedeihen zu lassen, obwohl alle wissen, es ist sehr, sehr schwierig. Einerseits, weil die ganzen Elektroantriebsstränge sehr hohen Anteil an chinesischen Bauteilen dabei haben und man sich da wieder extra abhängig macht. Andererseits, weil eben viele in der Automobilbranche nicht glauben, dass der Lithium-Ionen-Akku das Element der Zukunft sein wird. Das heißt, wir setzen auf eine hochgradig wackelige Technologie und machen dafür unsere seit 150 Jahren gewachsene Verbrenner-Automobilindustrie kaputt, die ja absehbar auch nach dem Verbrenner aus 2035, was die Europäische Union sich vorstellt, weltweit weiter gefahren wird. Also das ist ja ein europäischer Sonderweg. In Afrika, Asien oder Lateinamerika wird man nicht batterieelektrisch fahren nach 2035. BMW macht das nicht mit, tut es aber auch sehr leise. Das sind alles so Dinge, die greifen ineinander. Also wer erwartet hat, dass Wirtschaftskompetenz lautstark, kritisch von Wirtschaftsverbänden artikuliert wird, der hat sich getäuscht. Und auch Gerichte haben in der Corona-Zeit gezeigt, dass sie mehr und mehr bereit sind, stabilisierend auf die Gesamtordnung einzuwirken. Auch das Bundesverfassungsgericht und eben sowohl beim Anleihekauf der EZB als eben auch bei den Corona-Regeln eher darauf zu achten, dass das Gesamtgebilde nicht aus den Fugen gehoben wird, auch wenn es nach rechtsstaatlichen Maßstäben beispielsweise für das Anleihenkaufprogramm, was jetzt maßgeblich als Inflationstreiber ja auch spürbar ist, das steht in den Maastrichter Verträgen so nicht drin. Man kann aber auch da Spielräume ausnutzen und die nutzen eben auch Gerichte weitgehend aus. Also auch da haben wir eine gesellschaftliche Instanz, die eigentlich als Korrektiv vorgesehen ist, aber mitunter dann eben nicht mehr funktioniert. Sie haben ja in Ihrer Laufbahn auch Bekanntschaft mit Angela Merkel gemacht und sie mehrfach auf Auslandsreisen begleitet. Darüber schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Und nun sagen ja viele Leute, mit Merkel fing das Unheil an. Welchen Eindruck haben Sie gewonnen von der ehemaligen Bundeskanzlerin? Also ich habe das Kapitel deshalb hier mit aufgenommen, weil mir ihr Regierungsstil der vergangenen 16 Jahre doch sehr stark damit zu tun zu haben scheint, einfach an dieser Methode des Stimmungaufnehmens auch politisch partizipiert zu haben. Also das war eigentlich ihr ureigenes. Also eine der Schlüsselszenen war ja, als sie die Ehe für alle ermöglicht hat und dann hinterher dagegen gestimmt hat. Und ich habe, sie hat mehrfach zu erkennen gegeben, dass persönliche Überzeugungen eigentlich in der Politik nichts zu suchen haben. Da hatte ich immer ein anderes Verständnis von Führung. Ich dachte, das hätte auch mit Überzeugung zu tun und nicht nur mit dem Ausbalancieren von irgendwelchen Stimmungen. Sie hat mir auch mal, also es gibt so verschiedene kleine Runden im Flieger, über die man dann nicht schreiben darf, niemand schreibt. Sie hat auch mal erzählt, dass sie eigentlich das immer drollig fand, die Fixierung der Westfrauen, wie sie sich ausdrückte, auf die Quote. Sei ihr total komisch vorgekommen. Im Osten gab es das nicht. Und wenn du einen Job haben wolltest, dann hast du dich darum bemüht und notfalls musstest du deine Methoden ändern, um ihn zu bekommen. Aber sie sei nie auf die Idee gekommen, dass man dafür irgendwas quotieren müsse. Aber wenn die das haben wollen, dann macht man es halt. Ich muss sagen, ihre Einstellung zur Quote macht sie ja mal sympathisch aus meiner Sicht, aber dann natürlich dieses Opportunistische, dass sie es dann trotzdem durchsetzt. Zum Schluss war sie eine ganz klare Verfechterin der Quote und hat sich auch dieser klassischen Argumentation angeschlossen. Wir haben es so lange freiwillig versucht und es hat nicht funktioniert. Möglicherweise als Physikerin, wenn ich etwas versuche und in der Selbstorganisation stellt sich das Ergebnis, was ich mir vorstelle, nicht ein, dann stimmt vielleicht irgendwas am Versuchsaufbau nicht. Oder das Ziel ist ein Falsch.
aus. Mhm. Also ich kann mir auch vornehmen, dass ich gerne aus dem dritten Stock fliegen möchte. Möglicherweise werde ich das nicht schaffen und dann kann ich auch nicht sagen, wir haben es so lange auf Freiwilligkeit versucht, jetzt muss es aber. Und sie hat zum Schluss auch Gleichstellung das Wort geredet und nicht Gleichberechtigung. Mhm. Also dieser ganze Grundkanon an Überzeugung, den man im konservativen Lager vermutet hätte, den war sie bereit, sofort über Bord zu werfen, wenn die Stimmung danach war. Und was hat sie dann angetrieben? War es einfach nur der Wunsch nach Macht, nach inhaltsloser Macht? Ja, also zunächst mal ging es ja darum, ins Kanzleramt zu kommen. Das hat ja ganz gut funktioniert. Und die Anfeindungen aus der eigenen Partei haben viele dann nach hinten raus vergessen. Die waren ja massiv. Also dass sie das erste Mal zurückgezogen hat bei der Kandidatur und Edmund Stoiber die Kandidatur 2002 überlassen hat, war ja der Tatsache geschuldet, dass etliche gesagt haben, du, wir unterstützen dich nicht. Ihr langjähriger Getreuer Volker Kauder war damals der Überbringer der schlechten Nachricht. Lass es, ansonsten kippen wir dich aus dem Amt. Das hat sie taktisch clever zurückgezogen und hat es dann später probiert. Und ich glaube, lange Zeit ging es ihr vorzugsweise darum, erst einmal im Amt zu bleiben. Denn die Kritiker verstummten nicht. Noch 2010 gab es ein Buch des Wirtschaftsflügels, was hätte Ludwig Erhard getan, wo sie massiv unter Beschuss war wegen Sozialdemokratisierung, weil sie eben keine Unionspolitik machte. Und sie war der Überzeugung, dass Unionspolitik wahrscheinlich nicht trägt und das macht man eben eine andere. Es gibt so einen bestimmten Mechanismus, wenn Politiker an die Macht kommen wollen, dann brauchen sie ihre eigenen Truppen hinter sich. Dann sind sie orthodoxer als die Orthodoxie im Vertreten der Linie ihrer eigenen Partei. Wenn sie dann an der Spitze sind, müssen sie ja von allen gewählt werden und machen dann eine Politik, die eben nicht mehr mit der eigenen Basis so viel zu tun hat, weil man glaubt, dass man die ja ohnehin sicher hat. Wo wollen die auch hin? Unionswähler haben zwar inzwischen der Union reihenweise den Rücken gekehrt, aber grundsätzlich leiden viele mehr an ihrer Partei, aber gehen halt nicht und wählen sie dann trotzdem immer wieder. Und 2010 war Angela Merkel auch noch schwer unter Druck und am Ende ging es darum, Wahlen zu gewinnen. Das ist ja auch soweit legitim, weil es halt Posten, Einfluss, die viel gescholtenen Dienstwagen, Büros und so weiter bedeutet. Und am Ende ist es ja auch eine Ehrkränkung, wenn man abgewählt wird. Aber das maßgebliche Gestalten, das war nicht der erste Antrieb. Also es gab mehrere Sachen, wo die Leute dann in ihrer eigenen Partei immer mit dem Kopf geschüttelt hat, als bei der Debatte um die Deckelung von Managergehältern als per Gesetz. Da hat sie in der Fraktion gesagt, mit Ordnungspolitik gewinnt man keine Wahlen. Mit anderen Worten, also das mag wirtschaftspolitisch richtig sein, aber am Ende erzähle ich doch lieber draußen das, was die Leute hören wollen. Und da ist gegen überbezahlte reiche Manager zu sein einfach der komfortablere Standpunkt. Eigentlich sehr traurig, wie weit man es mit einer solchen Einstellung bringen kann, finde ich. Tja, ich meine, wir sind ja alle soziale Wesen. Das heißt, wir werden im Alltag auch nicht jedem entgegenschreien, den wir bescheuert finden, dass das so ist. Aber es gibt in der normalen Welt, denke ich, immer irgendwelche Grenzen, wo man sagt, also ich bis hierher und nicht weiter. Also wenn ich so einen Top-Job ausübe, wenn nicht sogar den Top-Job in Deutschland wie den des Bundeskanzlers, dann sollte ich schon andere Qualitäten haben aus meiner Sicht. Es gibt ja böse Zungen, die behaupten, Merkel sei als KGB-U-Boot in die bundesdeutsche Politik gesandt worden. Was halten Sie von dieser Theorie? Also solange sie nicht bewiesen ist, halte ich da nichts von. Ich habe ja Hans-Georg Maaßen bei mir im Interview gehabt. Da gibt es am Ende des Interviews auch eine Stelle, wo ich frage, was bei Angela Merkel noch an ungeklärten Geschichten ist. Und da zählt er einiges auf aus ihrer Vita. Und der Verdacht schwebt da auch so leise im Raum. Also es haben sich sehr viele daran abgearbeitet, da irgendetwas zu finden. Bisher war nichts zu finden und es ließ sich auch nichts belegen. Ich halte das auch so ein bisschen, also da immer bei Theorien, die indirekt unterstellen, dass es eine monströse Kraft im Hintergrund gibt, die alles bewegt hat und dass der KGB gewissermaßen Merkel eingesetzt hat, um aus Moskau ferngesteuert Deutschland zu zerstören. Bei aller Liebe, das ist
man kann mit der Politik noch so hadern, aber ich würde bei solchen Erklärungsmustern, für die man keine Ansatzpunkte hat, wäre ich etwas zurückhaltend. Genauso hält sich ja hartnäckig das Gerücht, sie sei IM Erika gewesen. Ja. Das hat Hubertus Knabe auf einer ganzen Seite in der Frankfurter Allgemeinen widerlegt. Und trotzdem glauben immer noch viele, dass da irgendwer etwas in den Akten schlummert. Es wird auch dann immer darauf hingewiesen, dass viele der Unterlagen über sie angeblich beim ersten Sturm auf die Stasi-Zentrale schon geschreddert und verbrannt gewesen sein sollen. Also das, was ich war beim Sturm dabei, das, was man da vorgefunden hat, waren, weil die sogenannte Verkollerungsanlage, die feingeschnittenen Papierstreifen dann nochmal in einen Papierbrei vermischt hat, sodass man wirklich auch da nichts mehr rauskriegen konnte. Die war durchgebrannt und dann lagen da Bündel mit so einer schwarzen Papiermasse. Mhm. Was da drin gewesen ist, das kann man auch beim besten Willen nicht mehr rekonstruieren. Mhm. Also ich neige da nicht zu Verschwörungstheorien, sondern nehme den Mensch Angela Merkel so, wie er ist und nehme auch zur Kenntnis, dass sie nach wie vor der Ansicht ist, dass es besser ist, sich für nichts zu entschuldigen und nichts falsch gemacht zu haben. Mhm. Dann ist das halt so. Mhm. Glauben Sie, dass Merkel ruhig schläft? Ja. Sie hatte immer eigentlich die Fähigkeit, in den Amtsjahren nach Bedarf zu schlafen. Und sei es ein Hubschrauberflug von 15 Minuten, zack, weg und dann wieder auf den Beinen. Also die Fähigkeit hatte sie eigentlich immer. Und ich gehe nicht davon aus, dass das irgendwas sich daran geändert hat. Wenn es Fehler gegeben hat, dann wurmt sie das allerdings. Das ist interessant. Sie hat sich einmal entschuldigt, ja, nachdem sie das Gedicht von Herrn Böhmermann gegen Erdogan irgendwie im Gespräch mit Erdogan erwähnt hat oder irgendwie sowas. Das war protokollarisch unziemlich. Da hat sie sich dann hinterher entschuldigt. Und so eine Geschichte wie die Osterruhe, wir erinnern uns vielleicht noch dunkel, gleich zu Anfang der Corona-Politik, wo sie irgendwie das Land abschalten wollte, gewissermaßen über die Osterfeiertage. Das war so katastrophal, dass da sitzen Ministerpräsidenten und Bundesminister beieinander und merken eigentlich gar nicht, dass sie gar keine Ahnung haben von den Abläufen draußen, dass das bereits georderte Lebensmittel verderben, dass andere... Es ging einfach nicht. Und dann musste sie sich hinstellen und musste sagen, sorry, war Mist. Und ich nehme es auf meine Kappe und hat das dann wieder rückgängig gemacht. Solche Fehler ärgern sie schon. Aber sie glaubt eben nicht, dass sie viele Fehler gemacht hat, sondern das war alles unter der Maßgabe der damaligen Ereignisse sinnvoll und schon auch richtig. Hm. Bei der Russlandpolitik hatte sie tatsächlich einen sehr eigenen Ansatz, der auch von ihren engsten Beratern nicht unbedingt geteilt wurde. Einen sehr russlandfreundlichen, einen vielleicht tatsächlich auch durch Erfahrungen mit der DDR, wo sie auch ja im Austausch war, wo sie die russische Olympiaden gewonnen hat, ein sehr pro-russisches Bild, damals Sowjetunion. Und das war einfach ihre Überzeugung, dass man auf die Russen zugehen müsse. Und es gab, darf man auch nicht vergessen, Druck aus der deutschen Wirtschaft, billiges Gas zu importieren. Das war das Billigste, was man kriegen konnte, also her damit. Also auch da ist es jetzt nicht so, dass sie sich da hätte verbiegen müssen oder sowas. Und sie betrachtet das eigentlich, Gott, wer hätte es wissen können? Und hinterher sind immer alle schlauer. Ja, eigentlich typisch für Politiker, oder? Diese Einstellung. Ja, wobei man hätte es schon vorher wissen können. Ihr enger Berater Heusgen hat das auch immer wieder gesagt. Und hätte einen sehr viel härteren Kurs gegen Russland gefahren. Und auch wir im Regierungsflieger haben sie darauf immer wieder nachgefragt, warum wir uns so abhängig machen. Gab es keine Antwort drauf. Also ich traue ihr sehr viel Berechnung zu, soweit ich es beurteilen kann. Ich meine nur so dann nach außen hin, dass man sich hinstellt, ach, ich konnte es doch nicht besser wissen, wie sollte ich denn das ahnen können? Das wäre ja eben typisch für... Das ist aber auch, das ist ein Stück weit auch Machttechnik. Also sie ist der Ansicht, dass solche Entschuldigungen, wie sie Steinmeier beispielsweise für seine Russland-Politik öffentlich abgegeben hat, dass man so etwas nicht macht. Man lässt nicht zu, dass an der Fassade irgendwo ein Kratzer entsteht, weil dann noch andere hinterherkommen und dann weiterbohren und alles. Man hält immer hermetisch alles sauber und man duldet eben auch in seiner eigenen Umgebung niemanden, der zu irgendwelchen Kritikern
gehört. Das ist eine Härte, die ihr viele gar nicht zugetraut haben, weil man immer nur so die allürenlose, uneitle Person gesehen hat. Aber, also ein Kritiker, der bei falscher Gelegenheit die Augenbraue hochzieht, wäre mittelfristig so aus ihrem Umkreis verschwunden, weil man einfach eine verschworene Gemeinschaft braucht. Auch jemand, der beispielsweise quatscht aus dem Inneren, wäre sofort erledigt gewesen. Wie hermetisch sie sich und ihr Privatleben, aber eben auch den politischen Kreis dicht bekommen hat, das ist schon auch eine sehr interessante Leistung, wenn man so will. Hm. Einfach durch wirklich darauf achten, maximale Konformität, maximale Anpassung, und wer nicht, muss dann eben weg. Tja, wenn man das als Leistung betrachten möchte und wenn das alles ist, was übrig bleibt. Also ich glaube, würde sie sich bei den Deutschen zum Beispiel für ihre Flüchtlingspolitik oder für ihre Corona-Politik entschuldigen, dann würde das eigentlich Größe beweisen. Und das würde vielleicht nicht jeder annehmen. Aber ich glaube, für ihr Image wäre das mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Aber ich glaube, das wird nicht geschehen. Das wird nicht passieren. Und für die Migrationspolitik hat sie ja weltweit Auszeichnungen bekommen. Und sie wird auch das Großkreuz, das Bundesverdienstkreuz ist in Sonderausfertigung, was vor ihr nur Adenauer und Helmut Kohl bekommen haben, wird sie bekommen. Und also diesem Ruhm wird sie nicht dadurch versuchen, einen Kratzer beizufügen, indem sie sich selbst kritisiert. Zum Abschluss würde ich gerne noch mal auf die DDR-Vergleiche zu sprechen kommen. Sie deuten ja in Ihrem Buch auch an, dass eben Ostdeutsche den Westdeutschen voraus haben, dass sie Diktaturerfahrung gemacht haben und deswegen einfach auch eine andere Sensorik in Bezug auf bestimmte Mechanismen haben. Und nun ist das aber leider so, dass das ja in der Gesellschaft überhaupt nicht angekommen ist. Also es gibt ja immer noch das Bild des neurotischen Ostdeutschen, der irgendwie die Wende nicht richtig verkraftet hat und deswegen da ein bisschen durchdreht, obwohl man sich ja eigentlich fragt, warum Ostdeutsche nicht als besondere Experten für totalitäre Regime in der heutigen Zeit herangezogen werden. Finden Sie, dass da in der Nachwendezeit etwas schiefgelaufen ist? Das ist eine sehr komplexe Geschichte. Ich bin auch nicht, also ich möchte jetzt auch nicht durchgehend Ostdeutsche zu sensibleren Demokraten machen oder irgendwelche Sondersozialisierungen da herausarbeiten. Aber einerseits ist es tatsächlich so, dass man schon erfahren hat, wie Repression funktioniert, und man hat einfach bei den Mitteln, die da angewendet werden, ein Aha-Erlebnis, also beispielsweise immer die gleichen Leute auszuwählen oder aber bestimmte Redeverbote, Sprachverbote etablieren, dass man bestimmte Dinge möglichst nicht ausspricht. Das sind so klassische Sachen, die hatte man damals, und dann sagt halt der Ossi, ne, ist alles wie immer, nur anders. Und das andere ist eben auch, dass man in der Wendezeit gemerkt hat, man kriegt die Regierung verunsichert, wenn man auf die Straße geht und wenn man sein Ding sagt, das haben wir einmal gemacht und machen wir jetzt wieder. Wir haben uns damals nicht verbogen, warum sollten wir es heute tun? Und das andere, was noch mit hinzukommt, ist, glaube ich, dass nach der Wende im Osten im Prinzip ja für die allermeisten Leute so ziemlich alles zusammengebrochen ist. Also ich kann mich da noch gut dran erinnern, du hattest eigentlich ja nicht mal ein vollgültiges Konto in dem Sinne, dass du Zahlungsverkehr abwickeln konntest, sondern du musstest dir erstmal ein Girokonto zulegen. Im Osten war es bis zur Wende möglich, dass man sein Gehalt in der Tüte als Bargeld bekam. Und man also gar nicht zwingend ein Konto brauchte, ein Sparbuch oder sowas, wenn man das wollte, reichte, aber wenn man es nicht hatte, war auch nicht. Also man brauchte ein Konto, dann gab es mehrere Monate Übergang, bis die Bank die solide Haushaltsführung sozusagen geprüft hat, und dann bekam man die erste Bankkarte, auch mit der man bezahlen konnte. Das dauerte ein bisschen. Die Krankenversicherung war damals staatlich geregelt, musste man neu, und dann brach eben bei vielen Leuten die Arbeitsgrundlage weg und das Geld weg, und die Leute in den ländlichen Gebieten, die dann Häuser hatten, waren auch noch von Rückerstattung bedroht. Mit anderen Worten, es war eine tiefstgehende Verunsicherung im persönlichen Lebenslauf. Und die Leute, die haben sich jetzt, 30 Jahre später,
aus dem wieder rausgearbeitet und sind irgendwo angekommen. Und das ist eine Verunsicherung dadurch, dass die Nachkriegsgeneration im Westen ja schon ein paar Jahre zurückliegt. Die kannte man im Westen eigentlich gar nicht. Und dann sind wirklich Leute, die ihr Häuschen inzwischen entweder abbezahlt haben oder sich es überhaupt leisten konnten, auch als junge Familie dann als Nachrückende sowas zu übernehmen. Und die wollen das natürlich nicht verlieren. Und die sind hochgradig sensibel gegenüber einer Politik, die jetzt kommt und sagt, ach Mensch, musst du jetzt bloß noch dämmen und eine Wärmepumpe einbauen. Du hast jetzt hier den Dachboden, hast du leider noch nicht ausgebaut, weil das Geld nicht gereicht hat. Aber jetzt kommt die Dämmverordnung, jetzt musst du den leeren Dachboden erstmal dämmen und dann brauchst du noch eine Wärmepumpe. Naja, Gott. Die 30.000 Euro wirst du ja irgendwo her. Hallo, nein. Wir haben hier wirklich geackert wie die Blöden. Wir sind irgendwie wieder irgendwo angekommen. Wir verdienen wieder Geld. Und dann kommt jetzt irgendeine Regierung, die uns irgendwas überstülpt. Und das ist natürlich schwierig. Und ich bewundere eigentlich immer, mit welcher Umtriebigkeit Michael Kretschmer in Sachsen da sich selbst mit Leuten streitet auf offener Straße, die ihm zutiefst feindlich gegenüber gesonnen sind. Aber das ist die einzige Möglichkeit. Redet mit den Leuten, kommt ins Gespräch und versucht, Politik zu erklären, versucht mitzunehmen, was die bewegt. Was anderes geht nicht. Und das haben, glaube ich, viele immer noch nicht so richtig begriffen. Ich bekomme nach wie vor unzählige Pressemitteilungen aus der Unionsfraktion im Bundestag. Das ist prima, aber man kann gar nicht so schnell löschen, wie man, weil das scheint offensichtlich eine Art Arbeitszeitnachweis für Abgeordnete zu sein. Aber für jede Pressemitteilung rausgehen und mal irgendwo auf dem Wochenmarkt mit den Leuten reden oder am Wochenende Baumarkt. Immer eine schöne Sache. Da triffst du die Leute, die vom Veilchenpflanzen bis hin zu irgendeinem Achter Rundbolzen, den sie für ihre Terrasse brauchen. Also ganz bodenständig das Leben. Und da gehören eigentlich Politiker hin und Pressemitteilungen eher ein bisschen runterfahren. Ja, das wäre doch mal ein interessanter Gedanke. Es ist ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, dass Sie erneut zu Gast in meiner Sendung waren. Sehr gern. Und natürlich bedanke ich mich auch bei allen, die zugesehen haben. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, freue ich mich, wenn ihr es liked, teilt und meinen Kanal abonniert. Und ganz besonders freue ich mich, wenn ihr mich über mein PayPal-Konto unterstützt. Ich blende euch meine Adresse an dieser Stelle ein. Das wäre sehr wichtig für mich. Herzlichen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Tschüss.